Hallo und herzlich willkommen bei Virtues und einer neuen Folge Anno 1800. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, letzte Folge haben wir ja hier noch so spontan den Palazzo hingesetzt. Der sieht auch soweit schon mal ganz gut aus. Leider muss das jetzt hier erstmal weichen, damit ich den Zoo auch noch dahinter ballern kann. So war zumindest mal ursprünglich der Plan. Aber ich weiß noch nicht, wohin mit den Menschen. Ne, nicht der Zoo, das Ding soll darüber, ne? Aber ich habe keinen Platz mehr. Na, gucken wir mal. Ich werde hier mal ein bisschen was wegreißen. Dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. Boah, ich mache das Freestyle. Könnte man natürlich auch machen. So, egal, haben wir ein paar Punkte verloren. Ist ja für den Anfang jetzt nicht so schlimm. Jetzt ziehen wir hier noch den Weg so lang. Also da hochgehen. Damit ist zumindest alles angeschlossen. Und jetzt müssen wir hier doch mal noch ein paar Hütten hinsetzen. Okay, das hier kann erstmal weg. Damit wir hier Platz haben entsprechend. Hier bauen können. Der kann weg, der kann auch weg. So, dann können wir hier nämlich noch ein paar Hütten hinstellen. Jetzt muss ich aber mal schauen, wie viel. 1, 2, 3, 2 habe ich da. Das ist die Hütte, also eine ganze Reihe geht auf jeden Fall noch darüber. Muss halt alles so jetzt peu à peu hier mal da angesetzt werden. Ist egal, auf welcher Seite wir anfangen. Hauptsache, es kommt da weg. Geister werden dir folgen. So. Ihr Hafen wird angegriffen. Mach doch, mach doch. Hier kommen auch noch eine ganze Hände. Ja. Schade, dass man nicht mehrere versetzen kann. So mehrere Hütten. Und hier so einzeln. Nicht jedes Risiko zahlt sich aus. Jetzt machen wir so hier. Jetzt erstmal alles irgendwie in der Nähe. So. Das ist, glaube ich, schneller. Gehen noch. Der geht auf jeden Fall noch. So. Schauen wir noch einen Weg rum oder sowas. Schade, nicht ganz. Okay.
Haben wir. 1, 2, 3, ja. Hier würde es ja noch weitergehen. Wie sieht's? Ach. Auf der Position aus. Das ist ja auch erstmal leer. Kann erstmal weg. Zack. Du noch. So. Erstmal bis dato. Den mich hier auch so rumpflanzen. Okay, Pflanzen. 333, 666 und 66. Ach nee, da haben wir ja noch nichts. Natürlich auch schön noch mit Ornamenten arbeiten. Wovon haben wir denn ohne Ende? Vor allem nur das hier, das finde ich ja ziemlich lustig. Speed. Kann das so kopieren? Schön in die Ecke. Ah, macht er nicht. Sechs Stück müssen das werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Jetzt, du kommst auch in die Tonne. Du kommst mal weg. So. Hier ist trotzdem schneller. So. 2, 3, 4, 5. Komm, einer geht noch. 6. Jawohl. Wir müssen hier mit dem Weg auch ein bisschen anders arbeiten. Jetzt mal so hier rein. Das ist, glaube ich, okay.
Wenn wir immer sogar noch rumkommen, müssen wir vielleicht nochmal einen Weg einen runtersetzen. Das ist nicht so schlimm. Machen wir hier mal drei rein. Vater hätte dich gemocht. Kriegen wir hier drei runter, ist die Frage. So, da, den Weg. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So wäre besser. Aber erstmal so. Gucken, was wir da reinsetzen, weiß ich noch nicht. Ist ja schon mal nicht schlecht, persönlich, oder? Jetzt hier noch den hier dazu nehme. Ein paar Ecken haben wir ja am Start. Ach, guck mal an. Ich kann, gibt gar nicht so Kreuzung, fällt mir gerade mal ein. So, der kann ja hier sogar weg. Na, ich glaube, das macht schon was her. Boah, Bombe passt genau da rein. Na, guck mal, ich habe ja 20 von den Dingern. Die stehen. So, erstmal gucken. Mal ein bisschen was reinsetzen. Anden, Salpinen, Sumpfgebiet, Heilige. Das war das Falsche. Heilende. Schwer zu sagen. Verwunschen.
an so, wie sehen denn die Pflanzen aus? Gucken wir nochmal noch so nach. Das und der Kaktus. Blau und blau. So, machen wir das so. Zweiblütig, Eibig und Schnee-Eukalyptus. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. So, war das letzte. Nicht irgendwo. Da. Mal hier mal rein. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Es läuft ein bisschen stockend, habe ich das Gefühl. Sieht auch so bleich aus. Was ist denn da kaputt? Na gut, die paar Minuten geht das jetzt auch noch klar. Dann muss ich das gleich mal überarbeiten. So. Sumpf, die Seerosen, Schilfrohr und echte Eibe. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Die Waffenruhe wurde beendet. Und hier. Gebiet. Schilfrohr und echte Eibe. Auch diese komische Pflanze. Die da. So, dass wir wenigstens die paar hier schon mal drin haben. So, roter Fliegehut, Löwenzahn und Pfefferminze. Hier, dass wir hier noch ein bisschen was verschönern. In der Richtung. Ist das ein anderer? Sieht der anders aus? Schau mal. Ja, eigentlich nicht, ne? Ja. Und ein paar Lobbäume. So. Zack, zack, zack. Ja,
nehmen wir hier mal die ganze Ecke. So. Ja, ich finde, das passt super zusammen. Ich habe immer noch genug Platz, um die dann später auch noch größer werden zu lassen. Und die Folge wäre ich auch schon um. Ich will noch mal kurz... Ja, ich werde die noch mal... Ein, zwei haben wir. Zwei müssen wir dann noch mal setzen. Die kommen dann dahinter irgendwie. Aber vielleicht auch noch hier seitlich runter. Kann ich ja alles noch prüfen. Ich werde noch mal hier die zwei Sets fertig setzen. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Oh, wer bist du denn? Wohngebäude. Mehr Einwohner aus Clubs. Ihr habt ja alle einen Club, ne? Oh. Irgendwie sowas werden wir hier schon zusammenzumachen. Ich sag Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.